herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von Workers and Resources, Soviet Republic. Bei unserer neuen Stadt, unserer neue werdenden Hauptstadt, New Moskau, geht nichts weiter leider, weil überall Beton fehlt. Warum fehlt Beton? Ganz einfach, weil uns Zement fehlt. Und warum fehlt Zement? Weil uns Kohle fehlt. Ja, und Kohle ist deswegen nicht verfügbar, weil in unserer lieben Kohlemine momentan der Müll wieder überfüllt ist. Also habe ich mir das ganze Thema mal angeschaut und beim Überfliegen habt ihr das vielleicht schon gesehen. Hier was Neues, was wir jetzt sofort auch bauen müssen. Wir müssen schauen, dass wir den ganzen Müll, der hier hauptsächlich aber auch aus Bauschutt besteht, also hier 20% sonstiger Müll, ist ja alles gut. Und hier oben haben wir auch noch welchen. Hier ist auch fast voll, da sind 50% Bauschutt drin, klar, in dieser ganzen Bauindustrie natürlich. Und hier ebenfalls sind 5% Bauschutt drin und wir haben ja auch noch Container, nämlich 62,5 Tonnen voll mit Bauschutt. Deswegen habe ich hier eine grundsätzliche Trennungs-, beziehungsweise hier ist sie, eine grundsätzliche Mülltrennungsfabrik hingemacht, die eben den Bauschutt rausfiltern soll, dann automatisch hier in die Kies-Recycling-Maschine bringt und die Kies-Recycling-Maschine dann wiederum aus dem Bauschutt ja dann Kies herstellt, den sie dann hier wiederum verarbeitet. Und dann haben wir hier noch eine Müllverbrennung, wo der ganze Rest, der ja jetzt schon aus der generellen Geschichte kommt, hier rüber kommt und dann verbrannt wird und auch ein bisschen zu Strom gemacht wird, denn das ist mit Kraftwerk angebunden. Und den Rest müssen wir halt hier rüber schippern. Das ist jetzt eben nochmal dann so eine kleine Fahrerei. Das Ganze würde ich jetzt mal so aufbauen. Es war noch die Überlegung, dieses Kraftwerk hier hinten hin zu machen, also an dem Schuttplatz, weil da ja natürlich dann... Passte schon. War gerade ein Denkfehler. Müsste eigentlich so passen. Ich hoffe das Ganze mal. Wir geben das Ganze mal frei und bauen das auch sofort, denn sonst geht hier nachher gar nichts mehr. Wenn keine Kohle da ist, geht danach auch wieder kein Strom. Ihr kennt den ganzen Kreislauf. Von daher muss das jetzt so sein. Das mit dem Müll ist wirklich interessant gemacht, aber auch nicht umständlich, kann ich sagen. Also man hat da immer wieder mit zu tun. Und wir müssen hier wieder einiges jetzt an Geld investieren, damit wir erstmal wieder... ja, überhaupt Support bekommen. Lassen wir mal jetzt laufen. Welche habe ich noch nicht erwischt? Diese kleine Verbindung. Die ist aber nicht unwichtig, damit Arbeiter hier hinkommen. Die nämlich hier abgeladen werden sozusagen. Und hier konnten die auch rüber. Ja. Hatten wir das denn eigentlich angegeben? Ne, die können selbst entscheiden. Dann teilen die sich auf. Das ist schon mal ganz gut. Ja, also so würde grundsätzlich erstmal alles funktionieren, was wir jetzt natürlich noch brauchen. Ist ein technisches Hilfswerk, Dienste natürlich. Hier ist noch ein kleiner Weg, sehe ich gerade, weil ich habe es mal da vorne angefangen, das passt aber nicht ganz so gut. So, da kommen übrigens gerade welche. Die laufen auch unter anderem zu den neuen, wie wir sehen. Zack, zack. Und auch hier oben hin. Da müssen auch hin. Das Gebäude hat allerdings kein Trinkwasser und witzigerweise kein Strom, das ist ja auch schön, ne? Weil gerade das werden wir ja hier dann herstellen, wenn das Ganze funktioniert. Also insgesamt fehlt hier Trinkwasser. Okay, das gucken wir uns auch gerne nochmal zusammen an. Hier haben wir den Wasseranschluss. Wir müssen nochmal kurz unterirdisch gucken, wo wir dann da was abzapfen können. Das ist die Müllgeschichte. Ich habe ja überall mal, wie hier zum Beispiel, so Fünfer oder Dreier sind das ja, große Pumpen gelassen, damit wir dann da weiterarbeiten können. Aber hier ist die nächste, so wie ich das sehe. Hatten wir hier sonst noch was? Da haben wir auch noch eine frei, glaube ich. Ich gehe mal kurz näher ran. Was ist da? Ja, da ist auch noch was frei. Dann lass uns das da wegziehen und wir werden es mal vorsorglich hier hinsetzen, würde ich sagen. Ja, falls dann da hinten noch was hinkäme, haben wir noch ein bisschen Baufläche, dann könnten wir das machen. So, da können wir die hinsetzen. Großes Rohr von... dieser mittleren Geschichte gehst du dann aus. Lass mal gerade machen. Funktioniert auch. Da oben ist der Anschluss. Dann gehen wir da auch direkt rein. Dann haben wir das Thema Wasser. Normalerweise schon mal erledigt. Lassen wir mal laufen. Müsste Wasser ankommen. Tut's. Wassermarsch. Dann ist das Thema Wasser erledigt. Wir gehen mal wieder in die Oberansicht. Strom fehlt noch. Und natürlich dann die jeweiligen Ressourcen. Dafür gleich die technischen Dienste bzw. Hilfswerke. Aber Strom. Ja, Strom ist erstmal relativ easy.
Ich möchte mich eigentlich nicht darauf verlassen, dass wir hier Strom herstellen. Erstmal wird eine Menge gemischter Müll hier ankommen, ja, aber nachher wieder nicht und dann haben wir wieder ein Problem. Ich möchte, wenn überhaupt, den Strom ins Werk einspeisen. Das geht hier oben rüber. Und wenn wir uns jetzt einen Strom dann ziehen, ich guck mal kurz, da haben wir keinen mehr frei, aber hier haben wir noch zwei frei. Was haben wir mit denen hier gemacht? Die haben wir hier rüber geschickt. Ach so, da geht's weiter. Ja, das ist die Schiene. Okay, wir müssten eigentlich hier von weggehen. Erstmal brauchen wir ein Umspannwerk in der Region. Auch das versuche ich ein bisschen weiter. Die haben ja Strom. Ein bisschen weiter hier hinzusetzen. Erstens ist der Weg nicht so lang und zweitens kann ja noch mal was dazukommen. Bauen wir es mal hier neben, da würden wir auf jeden Fall nichts anderes hinbauen. Gut, dann gehen wir nochmal auf Unterirdisch. Jetzt ist die Frage, ob wir da drunter herkommen. Ist ja schon eine eigene Verbindung. Müssen wir wahrscheinlich mit Q runtergehen. Genau, das ist der Q. Oh, aber ziemlich weit runtergehen. Das ist aber leider oder zum Glück nicht so wie mit dem blöden Abwasser, dass man das wieder hochpumpen muss. Wie auch immer. Also das funktioniert so. Ist erstmal ganz unspektakulär, die Verbindung, aber unterirdisch gibt es ja, glaube ich, keine Tiefgaragen, die uns da erwarten. Funktioniert's? Warum nicht? Habe ich irgendwas vergessen? Ah, der Baum. Ne? Da sind die Maulwürfe noch zugange. Meine beiden Maulwürfe auch gerade. So, funktioniert. Kollision. Einer ihrer Züge konnte nicht. Da müssen wir mal kurz rein, was da das Problem ist. Das hat er mir ja schon mal angezeigt, aber es ist kein Zug, der hier irgendwie mit einem Fragezeichen steht. Das wird wahrscheinlich nur so eine kurzfristige Geschichte gewesen sein. Hier steht ja auch kein Zug, wie ihr es seht. Der lädt gerade. Oder entlädt. Entlädt. Also von daher Fake News, würde ich mal eindeutig sagen. Gut, der Strom ist da. Das Lager braucht sowieso nichts. Betrieb ohne Probleme, fehlende Ressourcen, Bauschutt. Klar, der wird jetzt hier gleich angeliefert. Das Ding können wir übrigens mal eben wegmachen. Das macht er immer, wenn man die STRG-Taste nicht drückt, macht er da Wege hin. Das braucht man aber zu dem Zeug hier nicht. So. Gut. Dann müssen wir uns nämlich jetzt diese technischen Dienste nochmal holen. Das war nicht hier, das war bei Wartung, genau. Ja, davon braucht man dann doch einige. Bringt ja alles nichts. Ich hätte mir den Platz hier ausgeguckt dafür. Direkt mitten rein in die ganze Geschichte. Das müssen wir noch mal eben bauen. Und dann können wir quasi sagen, ihr sollt Folgendes tun, beziehungsweise wir werden jetzt hier nur Baufahrzeuge, beziehungsweise ja, wie nennen sich die Fahrzeuge für Müll holen, die wiederum Container abnehmen können, weil es geht ja letztendlich hier nur um die ganze Container-Geschichte. Und das ist ja auf jeden Fall das Wichtigste. Jetzt gucke ich mal eben gut Gesamtkapazität. Da gab es ja einmal diese Absetzcontainer mit 6,5 und die sind zwar auch 6,5, der fährt aber langsamer. 80 km/h zu 62. Der ist nun auch kurzer unterwegs. Also wir nehmen die hier. Davon nehmen wir erstmal 4 Stück und schauen uns das Ganze erstmal an. Wir sagen denen dann Folgendes: erstmal auf 1 km, genau, da wollte ich mal gucken, wie weit die reichen. Na, guck mal, das klappt schon nicht für die Kohlegeschichte. Also, wenn wir schon auf 2 km gehen, dann fährt er zwar auch nach Karabadak. Würde ich gerne spezialisieren, dass man sagt, du fährst nur da, da und dahin. Kann man aber nicht, ne? Hier gibt es zwar unbefestigte Straßen und sonst wie, aber man könnte jetzt nicht sagen, nimm die und die Gebäude. Also, nicht, dass ich wüsste. Man müsste jetzt die Quellgebäude angeben. Und das ist genau das, was natürlich jetzt auch wichtig ist. Denn den gemischten Müll, den bringst du einmal, ups, da muss man drauf, den bringst du einmal hierhin in die Mülltrennung. Den Biomüll, falls du den hast, ja, das kann natürlich jetzt auch passieren, dass er uns den mitnimmt. Den Bauschutt direkt, den kannst du mal hier hinbringen. Genau, da wird es ja recycelt und zu Kies gemacht. Ja, und die anderen Dinge müssten dann leider wieder in die etwas weitere Entfernung, wie zum Beispiel den Biomüll, den wir ja hier verarbeiten. Und ich kann mal gucken, da ist es doch.
Ist hier irgendwo? Da. Ist doch richtig, oder? Kompostieranlage fehlt. Biomüll, ja. Dann kannst du durchaus hier welche bekommen. Den Metallschrott. Ja, da müssen wir dann letztendlich hier hin, ne? Das ist der Metallschrott, ja. Ich muss das mal angepinnt lassen hier. So. Metallschrott, Augenblick. Das bist du hier. Du kommst hier hin. Aluminiumschrott haben wir noch keinen, weil wir mit Aluminium gar nicht arbeiten. Wasser, Abwasser auch nicht. Achso, hatten wir schon. Plastikmüll, wenn du den hättest, dann da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Das Ding ist bald voll. So viel Plastikmüll haben wir nicht. Und Sondermüll haben wir hier unsere Deponie. Dass ich das schon alles weiß, ist ein bisschen beängstigend. Gut, dann lass mal schauen, wo die jetzt hinfahren. Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn sie überhaupt losfahren. Irgendein Problem? Nee. Keinen mit kleinen Container, aber wie gesagt, die brauchen wir auch nicht. Eigentlich hätte ich am liebsten, dass sie jetzt mal da oben ins... ins Kohlewerk fährst, weil darum geht's. Ja, er biegt schon links ab, das sieht schon mal gut aus. Die anderen sind auch unterwegs. Einer, aber warum denn nicht noch ein zweiter? Also hier haben wir eine ganze Menge zu tun. Hier fahren auch zwei hoch, seht das? Das hier muss abgeholt werden, ganz dringend. Ja, wunderschön. Sonst geht's hier nicht weiter. Also da werden schon mal welche abgeholt. Zwei fahren das jetzt weg. Und wie gesagt, hier ist ja auch Bauschutt drin. Sonstiger Müll, brennbarer Müll, daher eben die Müllverbrennungsanlage. Da ist auch übrigens noch ein dritter jetzt direkt hingefahren. Der vierte ist auch unterwegs, aber nicht dahin. Aber wichtig, er holt hier auch ab. Von daher, das passt dann schon. Jetzt würde der Vorgang losgehen hier. Da wird Bauschutt rausgefördert, der wird hier rübergebracht, daraus wird Kies gemacht, das wird hier hingebracht. So, das ist erstmal gut. Und der restliche Müll geht rüber zur Müllverbrennung. Und das ist gut. Was jetzt noch dann fehlt, ist dieser gemischte Müll, aber den müssten sie ja dann auch mitnehmen. Ne? Beziehungsweise, ja, wo sollen sie ihn hinbringen? Ne? Muss man denen das separat sagen? Weil letztendlich ist das, was wir ja hier hinten machen, da holen wir ja den gemischten Müll hier ab von der Mülltrennung. Das ist ja das, was... Ne, wo ist er? Da ist die Müllverbrennung. Genau, der... Wo tut der das hin? Oder holen die das separat ab? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben keine Verbindung hierzu. Also wird das das nicht sein. Dann holen die das separat ab und bringen es... Das sind, glaube ich, die hier, ne? Die zwei, die hier so separat eingebaut sind. Die holen das nämlich. Sonst funktioniert das nachher wieder nicht. Und dann stehen wir da. Aber ich kann jetzt nicht noch... Ich gucke mal eben nach den Müllplätzen. Ja, hätte ich hier anschließen können. Können wir auch immer noch machen. Aber was soll das bringen? Dann ist irgendwann dieses Ding voll. Könnte man aber trotzdem machen, ne? Den jetzt noch hier reinbringen. Wie viele Tonnen Müll kann der laden? 270 Tonnen. Der große Greifer kann 350. Das ist der größte, den wir haben. Und dann noch die Müllhalde mit für die Eisenbahn. Das ist vielleicht auch eine Option, ne? Eisenbahnstrecke ist ja grundsätzlich nicht weit entfernt. Weil das ist letztendlich das, was die beiden Züge hier machen. Und ihr seht, auch hier wird die Müllhalde immer größer. Das heißt, ja. Das ist auch schon eine Überlastung. Ihr seht es ja sowieso hier. Das ist alles nicht so perfekt organisiert. Wir haben jetzt dann hier auch irgendwann sehr viel Kies, auch klar. Abwassertanks, na super. Haben wir das Thema wieder nicht. Ach, ich bin begeistert. Da ist auch kein Abwasseranschluss. Heißt, der fehlt hier generell. Das ist ja ein Thema, was ich ja, wie ihr sicher wisst, abgrundtief hasse. Wir können es jetzt gern mal zusammen versuchen. Wir haben hier sowieso einen Abwasserfluss. Ja? Und wenn wir jetzt hier... Wo ist Abwasser? Hier brauchen wir einen Abwasseranschluss.
Setz den auch mal da oben hin, wo ich das andere hingesetzt habe. Aber, was ich auch immer gern gucke, ist das irgendwie uneben oder sonst wie? Nein, ist es nicht. Relativ glatt, zumindest schon mal von hierher. Dann, großes Rohr. Achso, nee, erstmal folgendes. Wir reißen ein Stückchen auf. Von wo kommen wir ungefähr? Schräg runter. Aber hier seht ihr schon wieder, müssten wir ein Gebiet, deswegen immer ganz gut, wenn man sich die Höhenlinie mit einbaut, denn hier müssen wir auf jeden Fall Höhenmeter überwinden. Wir könnten jetzt sagen, wir gehen jetzt hier dran. Hier ist es nicht ganz so hoch. Das heißt, wir nehmen jetzt hier ein Stück von der bestehenden ab, was immer ein Risiko ist, weil es dann vielleicht danach nicht funktioniert. Setzen dann hier so einen Abwasserzusammenfluss ein, damit das hier weiterläuft, aber von oben, und da kommen wir ja jetzt dann her, Abwasser zusätzlich da reinkommt. Ich hoffe, dass die Verbindung jetzt schnell wieder geht, aber na gut, von oben, das ist nicht das Problem. Das wäre jetzt das Problem. Ja, da haben wir wieder unsere drei Problemchen. Ich sage, wenn man einmal irgendwas anfasst, ist das schon eine Katastrophe. Ich setze das ganze Ding auch nochmal ein Stückchen weiter nach vorne. Das wird uns zwar jetzt nicht wahnsinnig helfen, wir müssen jetzt wirklich. Das ist wenigstens gerade. So, wie gesagt, das geht nach unten. Das ist nicht das Problem. Aber hier müssen wir wieder hochbocken. Und dann immer die Frage, wie viel Meter? 5 Meter wird da nicht reichen. 10 Meter Frage. Das sieht höher aus wie das. Würde funktionieren, wenn denn jetzt der, sagen wir mal, im Rohrrot drüber scrollen. Wenn der sich jetzt hier einführen lässt, lässt er nicht. Der würde jetzt funktionieren, aber der nicht. Warum nicht? Geht auch wieder ein bisschen nach oben, ne? Definitiv. Aber dann bringen ja nicht 15 Meter was. Dann müssten wir jetzt wieder das ganze Rohr quasi auf eine Geschichte bringen. Das heißt, wir müssen das ganze Ding abreißen. Also ich hätte jetzt keine andere Idee, wir nehmen nochmal ein Stückchen weg. Das ist ja das, was ich offline immer mache und wo ich immer fluche. Schaut er jetzt hier. Wir können jetzt hier nach unten gehen. Naja, da ist er da oben. Das bringt ja nichts. Nee. Nee, Leute. Ich gehe kurz raus und versuche das Ganze nochmal irgendwie zurecht zu frickeln. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ich zeige euch kurz, was nämlich auch wichtig ist. Deswegen habe ich das Ganze hier hinten, wo wir es ursprünglich vorhatten, abgebrochen. Apropos abgebrochen, da habe ich das nicht wieder hingebaut. Das sollte aber jetzt das kleinste Problem sein. Ich habe nämlich die beiden Abwasserpumpen, ja, die man ja hat, die habe ich hier in Gebrauch, weil die brauchen auch Strom. Und das ist jetzt eben auch wichtig. Dann hätte ich hier hinten wieder Strom hinlegen müssen. Ohne das funktioniert es eben manchmal nicht. Also hier läuft alles durch. Ja, bisschen zappelig, aber grundsätzlich läuft es durch. Sieht jetzt nicht aus, dass das ein Problem wäre. Hier oben, das ist die, die wir jetzt neu gebaut haben. Die wird auch nicht mehr. Das ist schon mal gut. Und die Geschichte hier, die staut jetzt auch nicht, ne? Ne, das ist aber manchmal da ein bisschen. Aber gut, scheint zu laufen. Wunderbar. Okay, dann wieder auch die Höhenmeter raus. Und dann haben wir jetzt hier das Abwasser entsorgt. Oder sind dabei, das Abwasser zu entsorgen. Wunderbar. Hier ist jetzt gemischter Müll entstanden. Da müssen wir jetzt, das ist jetzt was, die Mülltrennung allgemein. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Hat die denn zum Beispiel auch noch hier rechts eine Möglichkeit? Ja. Ich glaube, dann machen wir das so. Wenn die beiden jetzt hier durch sind, zack, stoppen wir das Ganze mal eben und machen die Straße nochmal weg. Ja, kann jetzt nicht, weil die da drin stehen, aber ich glaube, passt das. Hier sind wir. Nulllage groß. Ja, das macht er jetzt genau nicht, weil die zwei da drin sind. Hier ja natürlich schon. Darum ging es ja jetzt auch. Unter anderem. So, und das gleiche würde ich gerne hier hin machen, aber das funktioniert jetzt nicht, weil die zwei Dösbattel da drin sind.
Da müssen wir wahrscheinlich die ganze Arbeit, die wir jetzt sowieso machen wollten, mal vorschieben. Nämlich die Straße geht hier straight runter. Ja, die kommt dann da raus. Und hier, die kann ich immer noch nicht wegnehmen wahrscheinlich. Ne? Auch wenn du jetzt noch nicht weißt, dass ich dir jetzt eigentlich da eine Straße geben will. Da müssen die beiden wahrscheinlich erstmal raus sein. Da müssen wir es nochmal mit dem kleinen Stück machen, wenn die da draußen sind. Das bestätigen wir alles. So, dann dürften die zwei jetzt ihren Weg wieder finden. Sind noch nicht leer, deswegen. Ist der gemischte Müll, der importiert wird, auch schon ziemlich heftig. Wie sieht es denn hier oben aus? Bei den beiden sind die weniger geworden? Nee, weil da auch immer was zukommt. Ne? Also das ist natürlich auch heftigst. Deswegen ist es ja so wichtig. Deswegen würden wir auf jeden Fall, sind die zwei, nee, einer ist raus. Wir machen auf jeden Fall aufgrund der Menge, aber wenn das jetzt hier schon zum Stau kommt, ja, das ist schon heftig. Aber weil keine Arbeiter da sind, das ist das Nächste. Ich würde nämlich hier dann wieder auf die 8 auf jeden Fall ergänzen. Dass das 8 Fahrzeuge hier übernehmen. So, jetzt könnten wir vielleicht das Ganze nochmal machen. Ich hoffe, der meckert jetzt nicht. Nee, meckert nicht. Da kann die Straße aber auch sofort wieder hin machen. So, aber ich wollte jetzt diese Müllhalde da noch hinkriegen. Darum ging das ganze Spektakel. Jetzt macht er die da nicht hin, ich breche zusammen. Das kleine Stück, aber wo sollen wir denn sonst dann hingehen? Wir können die Straße, vielleicht können die Straße nachher irgendwie nach oben hin, das wäre mir relativ egal, wo die hingeht. Wichtiger wäre eigentlich jetzt die Verbindung zu dem Müll. Probieren wir das mal zuerst. Da funzt es. Ja, gut, das geht. Aber die Verbindung nach da unten brauchen. Na gut, kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Wenn der eine mal voll sein sollte, kann der auch vielleicht nach unten arbeiten. Dann würden wir jetzt die Straße hier oben wieder rausführen. So, der. Ja, dann klappt's doch. Warum so kompliziert? Ist so. So, aber hier ist jetzt wichtig, dass wir dem sagen, hier soll nur gemischter Müll laden, den du von hier darüber schieben darfst. Und hier ist ja das Gleiche. Wir wollen uns ja dann den gemischten Müll vom Hals halten. Nicht, dass der jetzt hier noch irgendwie was mit Metallschrott, da wird jetzt sehr wenig sein, wenn die sich nur darum kümmern. Und da kann ich jetzt auch nichts dran ändern, wobei die haben ja auch hier sogar noch ein Lager. Ne? Da liegt ja momentan nichts. Auch Plastikmüll, also das wäre ja auch noch vorhanden. Gut, also da nochmal sagen, nur gemischter Müll, das haben wir hier gesagt, wunderbar, dann Panther. Wir geben das mal in die Richtung, das gehen wir wirklich in die Richtung. Und was war das jetzt, muss ich nochmal gucken, die Müllverbrennung, das geht nur in die Richtung. So. Kies, Kies, Kies. Wir haben überall sehr viel Kies. Warum ich mir dachte, dass wir, ob wir auf diese Kieswerke hier verzichten. Ich meine, die bringen den Kies direkt rüber zu den Plattenbauteilen, mit denen wir ja auch eine Menge Geld machen und die wir natürlich auch immer wieder fürs Bauen brauchen. Wir könnten aber natürlich aufgrund der ja, Kurzfristigkeit, könnte man hier auch einen LKW hin und her schicken, also mehrere. Ne? Ich weiß, das verstopft die Straße, aber naja. Lassen wir es erstmal. Wir wissen ja noch gar nicht, wie viel Kies hier auftaucht. Fakt ist, dass wir dieses Kieslager auch voll haben. Ein Gebäude brennt. Lass mal gucken, wo. Kommt die Feuerwehr dahin? Ich habe eine Feuerwehr, glaube ich, nur. Ne? Die ist irgendwo hier. Ja, kommen sie hin. Gut. Auf jeden Fall, soll es das mit dem Müll jetzt erstmal ein bisschen erleichtern. Das ist die eine Geschichte. Wichtig ist auch, dass es jetzt hier dann weitergeht.
Wie gesagt, einige Gebäude fehlten Beton. Das ist zwar jetzt auch noch, aber wir sollten ja jetzt Beton herstellen, ne? Da fehlt immer noch Zement, weil Kohle fehlt, ja. Weil wir das da nicht so schnell wegkriegen, wie wir es bräuchten. Ja, dann geht es wahrscheinlich, ich hatte hier schon an dem Po stehen, dann geht es wahrscheinlich wieder nur mit separaten Fahrzeugen, dass ich zwei wirklich die Aufgabe sage, du fährst diesen Müll hier weg. Guck mal, wie viel Müll da schon entstanden ist übrigens. Das muss ja eh gemacht werden. Oder es muss halt ein Verteilbüro nochmal sein. Ich denke immer so, man kann ja nicht hier 20.000 Verteilbüros machen, aber letztendlich ist das ein Transportspiel. Das muss ja irgendwie funktionieren, ne? Also von daher glaube ich schon, dass das richtig ist. Da brauchen wir übrigens keine 15 arbeiten. Sagen wir mal, dass da 8 arbeiten. Sollte man auch wieder mal gucken. Die Müllverbrennung hier, da müssen auch nicht so viele arbeiten. Sagen wir mal 25. Und hier in der Müllverbrennung, ja, da können wir mit arbeiten, können wir mit leben. Strom erzeugen wir ja noch nicht. Doch würden wir, glaube ich, schon, wenn ich es anschließe. Ist jetzt erstmal zweitrangig. Erstmal ist das Müllproblem hier immer noch ein Thema. Wenn wir jetzt dem Verteillager sagen, hol hier die Sachen ab. Und bringen sie hier runter. Und zwar hier hin. Und fahr dann dorthin und hol den Restmüll ab, was ja nur noch Asche ist. Ein bisschen Biomüll, aber der Rest ist... Aha, guck mal Leute, das ist eigentlich auch nicht richtig, ne? Wird das hier weniger? Weil der soll ja nicht sich davon entleeren. Der kommt ja hier hin, damit wir hier das verbrennen letztendlich. Und da kommt gar nichts rein. Nur doch ein bisschen, seht ihr? Das wird halt direkt wieder verbrannt. Das war jetzt ein Denkfehler. Nee, aber dann trotzdem wird ja daraus Asche. Nee, das ist kein Denkfehler. Seht ihr, das ist Asche, was da ist. Was ja auch richtig ist, wenn wir Müll verbrennen. Aber trotzdem ist das nicht richtig hier, dass das jetzt mehr wird. Das schalten wir mal direkt ab. Einfach mal in die andere Richtung. Geht das dann wieder weg? Ja, oder? 7,6, wurde das jetzt mehr? 7,8 war es, ne? Ja. Wird weniger. Dann verbrennst du den jetzt wieder und letztendlich wird er dann hier zu Asche. Darum geht's. Der war jetzt Kappes. Aber so ist das hier in den Planungen. Also ich muss jetzt echt nochmal überlegen, was ich mit dem Verteillager mache. Also ich glaube schon, dass wir hier, ihr seht, jetzt holt er wieder ein bisschen weg, deswegen stellen wir wieder ein bisschen was her, aber das ist ja nicht die Lösung. Ne? Hier ist der nächste, der fährt 144. Da ist aber sofort wieder voll, aber da kommt jetzt der nächste. Ist hier noch einer unterwegs? Nee. Vom Grundprinzip richtig, aber ich habe jetzt alles ausgeschöpft. Hier sind es 146. Ja, vielleicht muss ich es doch einfach mal ein bisschen laufen lassen. Vielleicht passt das schon mit den 6 Fahrzeugen. Die sind halt nur teilweise unterwegs. Hier ist der nächste unterwegs. Ja, lass uns mal erstmal laufen, bevor wir hier Panik machen. Das war ein Denkfehler. Okay, wir müssen aber trotzdem noch gucken, wie wir die Asche dann nachher wegkriegen. Das ist trotzdem ein Fall fürs Verteilungsbüro. Gut, dann ging das heute mal komplett über das Thema Müll. Muss auch mal sein. Hauptsache, es geht jetzt dann hier irgendwann weiter. Sonst müssen wir die Kohle einfach aufkaufen. Aber wenn wir haben genug Kohle, wir könnten noch ein zweites Kohlegeschichtchen hier machen, ich glaube. Lass uns da zum Abschluss nochmal kurz drauf gucken. Kohle. Ja, hier zum Beispiel ist auch noch ganz viel Kohle oberhalb vom Karabadak. Das könnten wir auch nochmal anzapfen, das Thema. Aber letztendlich muss die Kohle ja hier hin, damit wir hier Zement herstellen. Darum geht es ja. Denn der fehlt jetzt gerade. Ohne Zement kein Beton. Hier ist auch noch mal ein bisschen Kohle. Das ist so hier in dem Bereich. Das Offene ist immer das Richtige. Aber hier ist vor allem sehr viel Kohle. Ja, das gucke ich mir mal an. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Wir haben ja auch eine Zugstrecke hier.
Vielleicht können wir mit der Kohle hier noch ein bisschen besser arbeiten. Bauindustrie ist es nicht. Fossile Brennstoffe, Kohlemine. Ja, da sind nur 2%. Hier oben sind 50, 60, 70, 80%. Ah, das sind schon, also hier ist zum Beispiel mal eine sehr starke Mine hier, 78%. Ja, das gucke ich mir an, Leute. Das ist eine Option. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann wird es hoffentlich ein bisschen weniger müllig. Bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.